Mädels, willkommen im beklopptesten Automessi Deutschlands. Alter, ich sehe aus wie ein Penner. Unisex. Ach, Scheiße. Wieso kann ich nicht pieseln gehen? Ah, doch, kann ich. Ich würde schon sagen. Styling machen hier, muss ja ein bisschen passen, ne? Die sieht ja aus wie Sau. Ah. Der LKW-Fahrer weiß halt, schwimmt die Scheiße oben, muss man nicht loben. Doch. Es sieht wieder aus wie Topmodel. Ich hab wieder gefunden mit der Tür, ne? Ach, da ist auf. Schon sagen, so. Jetzt richtig Topmodel-mäßig wieder voll am Start. So, Leute, folgende Story. Heute gucken wir uns mal eben den Scheiß da an. Was wir überhaupt gemacht haben. Wir haben morgens, ich bin abends losgefahren und wenn wir jetzt morgens, wieso hab ich so lange gebraucht? Ganz einfach, irgendwann im Harz hatte ich keine Lust mehr. War zu müde und habe halt im Auto gepennt, ne? Ging verdammt gut, ne? Beifahrersitz zurückgeklappt, Füße irgendwo zum Lenkrad gepackt und dann habe ich geschlafen wie ein Stein. 7 Stunden ohne Pause, ne? Hundertprozentig. Ah, die Kamera sieht scheiße aus. Warte mal, sieht so scheiße aus wie ich. Ich bin gleich zu Hause, sind ungefähr nach 40 Kilometer, muss dann wieder meine Haare waschen, ich einmal duschen, aber finde ich zu pennermäßig da ankommen. Ja, ich wollte euch nur eben den Scheiß zeigen, den ich hier ergattert habe. Also wir haben hier, ne, das habe ich nie so richtig erklärt. Ein Peugeot-Fahrrad. Das interessiert sicherlich alle, ne? Scheiß auf das Auto, Peugeot, wir haben hier ein Peugeot-Fahrrad, das ist gut. Das stand auch noch so rum. Geiler Zustand, finde ich. Kommt Luft drauf, geht zu meiner neuen Fahrradsammlung, die ich eigentlich gar nicht habe. Aber ich finde das so schade, dass es da steht zu vergammeln, weil irgendwie ist der Zustand wirklich cool von dem Ding, ne? Auch so mit diesem komischen Ding hier, weißt du, dieser hier. Achtung, Achtung, fahrt nicht so nah ran, Dingsen da, das ist original, ne? Naja, gut, so viel zum Fahrer hier jetzt. Zweirad, Penis. Er hat schon hier rangemalt. Sehe ich genauso. Und ein Schloss ist dabei und ein Schlüssel. Da willst du mehr, das sind die besten Fahrräder. Ist das ein Zahnschloss? Yeah! Die kriegen wir den Pin ja hin. Dieser 1, 2, 3, 4 oder so. Naja, gut, hier. Opel Corsa A. In meinen Augen eigentlich nichts Besonderes, weil das ist halt das Brot- und Butter-Modell. Es ist kein Joy, es ist kein großer Motor. Es ist nix, ne? Eigentlich, rein theoretisch mal so gedacht, ne? Es ist wirklich, ich sag mal, das ist der Brot-und-Butter-Corsa gewesen, den jeder Mensch irgendwie hatte, ne? Oder schon mal irgendwo rumgefliegen gesehen hat oder weggeschmissen hat. Aber ich finde die Geschichte dahinter einfach geil, weißt du, guck mal, das ist ein Auto, das stammt übrigens nicht aus erster Hand, ich habe mal geguckt, sondern aus zweiter Hand, ne? Und hier, aber wurde in der Familie weitergereicht. Also, ne, also rein theoretisch, so gesagt, erster Hand. Hat eine Oma gefahren, ist dann vor 16 Jahren zu dieser Halle gekommen, wo er gestanden hat, wo wir ihn jetzt rausgeholt haben. Und hier, weil der Heilgeber kaputt war. Er lief halt nicht mehr. Ne? Heilgeber ist oben hinten an der Nockenwelle dran. Da ist der Verteiler drauf gesteckt und der ging halt nicht mehr. Ne? Und dann haben die halt gesagt, ja scheiße, kaputt Auto. Und ja, aber dann ist der Typ gestorben, der die Werkstatt hatte. Und das Auto wurde nie fertiggestellt. Der Typ hat aber die Papiere für das Auto, alles, ne? Ja, was passiert? 16 Jahre später, die Halle ist verfallen, ne? Keiner hat sich richtig darum gekümmert. Alles ist ein bisschen hier, habt ihr ja gesehen, alles ein bisschen runtergekommen da vor dem Herrn, ne? Also richtig in den Arsch. Der Punkt ist runtergekommen, das Dach ist ja auch runtergekommen. Auch aus dem Auto gefallen, ne? Stand das Auto immer noch da. Da standen mehrere Autos, die wurden aber alle entfernt und die wurden alle verschrottet. Da standen richtig geile Autos rum. Ich sag mal wirklich, E-Kadett standen da rum, da standen hier A-Vectras rum und da stand auch älterer Kram wie Asconas rum, aber das war ganz früher. Die Leute haben da ihren Müll reingeschmissen in die Halle, die Nachbarn, und also sehr stiefmütterlich behandelt. Also da war keiner Fan von, ne? Das ist Fakt. Naja, und irgendwann kam dann Andi, hat mir jetzt hier, Max, pass mal auf, also im Livestream sogar, ne? Da steht so ein Auto, willst du das haben? Und da ich eh einen Corsa A haben wollte, wollte ich ihn eigentlich nicht haben. Ich habe eigentlich einen 1,4er gesucht, oder ab 1,4er oder größer, und wollte einen Vorfacelift haben. Vorfacelift hat einen anderen Grill,
Hat andere Scheinwerfer drin, weil das ist halt das Facelift-Modell. Das ist nicht ganz so schick, ne? Fand ich persönlich. Naja. Aber er sagte, ja komm, kannst du geschenkt haben, ne? Ich dachte immer noch, nee. Weiß nicht, 500 Kilometer fahren für eine Kiste, die keine 200 Euro wert ist, ist die echt nicht wert. Die ist ja nichts. Das Auto ist ein Apfel und ein Ei wert. Das Auto ist eigentlich Schrott. Eigentlich ist das absoluter Schrott. Geldtechnisch, jeder Pfennig, den du hier reinsteckst, ist Geld, den du in Schrott steckst. Ne? Also mal eben so gesagt. Ne? Also, wir müssen ja mal ganz realistisch sein. Ne? Ich sehe da keine Emotionen, das ist einfach Schrott. Ist so. Naja. Ansichtssache, für mich natürlich nicht, ihr kennt mich ja. Ich bin ja der Automessi vor dem Herrn. Und ich bin auch nicht ziemlich gut, ich bin auch Autosammler, aber im Autosammeln bin ich nicht ziemlich gut, das merkt man. Da fahre ich mal ziemlich gut durch, weil ich hole immer den ganzen Schrott nur ab. Egal, was soll's. Ich wusste, dass der Wagen schlecht ist. Ich hätte mir erst gedacht, der Wagen ist noch schlechter wie jetzt. Ne? Naja, und da haben wir eine Abstimmung auf einem Livestream und da haben wir uns alle, habt ihr gesagt, Max, beweg deinen Arsch, fahr dahin, hol die Karre. Ja, was habe ich gemacht? So hier, wie ich halt bin. Ich bin losgefahren, habe die Karre geholt. Jetzt bin ich hier, fast zu Hause. Und ein Fahrrad, ne? Ja, ich habe so extra noch ein Auto dafür gekauft, damit ich eine Karre holen kann. Muss ich mal auch mal eben so sagen, ne? Also, gut. Also, was haben wir jetzt hier? Also, ein 2er OHV-Motor, nee, OHC-Motor, Overhead Camshaft, heißt umliegende Nockenwelle, der seit 16 Jahren nicht gelaufen ist, aber eine Laufleistung hat, glaube ich, 76.000 Kilometer nachweislich. Warte, ich komme mal kurz gucken. Ich habe den Schlüssel extra hier ran gemacht für den Corsa, damit ich den jetzt nicht verliere. Oder habe ich den schon verloren? Ne, da ist er ja. Wir haben zwei Schlüssel zu dem Auto, wir haben einen Brief zu dem Auto, wir haben einen Fahrzeugschein zu dem Auto, wir haben alles zu dem Auto, okay? Das ist alles da. Und das hier ist alles, guck mal, da verwendet er zwar immer so ein Viech, ist mal gegengelaufen, da ist ein Viech gegengesprungen. Drüben, dieser Seite zum Beispiel, hier sind da trocken. Da ist das Dach drauf gefallen, die Beule hier. Also Heckler war verzogen, immer wieder gerade gebogen, jetzt lief sie wieder ordentlich. Hier, da wurde der Wagen übrigens neu gekauft. Ne? Wie gesagt, wir haben wirklich nachweislich erste Hand, ne? oder zweite Hand halt. Aber ne, es passt. Ne? Die Historie von diesem Auto passt. Und hier war das nass, weil hier war das Dach offen. Und da lief der Regen dann sozusagen immer so runter und lief immer gegen dieses Auto. Dafür ist er dann echt gut erhalten. Jeder Mensch, der weiß und schon mal einen A-Corsa hatte, weiß, wie die Dinger rosten. Und das ist echt schlimm. Die können echt rosten. Die rosten so viel wie drei Autos zusammen. Ne? Sieht man den Ding hier auch an. Also ich könnte locker an vielen Stellen kann ich hier Löcher reindrücken, ohne Probleme. Sag ich so, wie es ist. Ne? Gut. Wir gucken nochmal rein. Wir sehen schon mal an der Türpappen, haben ein bisschen Schimmel. Aber nur dieser harmlose Apfelschimmel. Hier sieht alles gut aus. Innenraum ist sehr, sehr sauber noch, sehr, sehr gepflegt. Der stinkt auch nicht groß von innen. Dieses Ding hier ist verbogen. Das ist der Haubenhalter, der die Haube aufgehalten hat, weil das Dach runtergekommen ist. Der Wagen hat jahrelang mit offener Haube gestanden. Und dann kam das Dach runter und hat die Haube puff, zugedrückt. Und deswegen ist das Ding verbogen. Ja, das sind auch solche Kleinigkeiten, weißt du, die unglaublich sind. Aber die sind wirklich so passiert. Ne? Ist schon krass. Über die Jahre, ne? Guck mal, 82.000 ist ein fünfstelliger Kilometer. Man kann das natürlich nicht nachvollziehen, ob wir jetzt 182.000 haben oder 82.000. Aber dem Papier nach, warte, hier ist der Brief, Originalbrief noch, der alte, ne? Und da drin ist der Fahrzeugschein. Letztes Mal gefahren wurde dieses Auto, warte, oder das ist auch mal andersartig. Abgemeldet wurde der Wagen, ich kann euch natürlich jetzt, doch die Seite kann ich euch zeigen, sehe ich gerade. Am 21. Dezember 2005 und der hatte noch TÜV bis November 2006, ne? Also haben die mit einem Jahr TÜV haben die ihn abgemeldet, wo er halt kaputt war. Hier haben wir auch die ganzen Daten, Fahrgaststellnummer, bla bla bla, ne? G-Card drin, ist klar, aber Euro 1 Auto ist das, ne? Bei dir immer. Euro 2 gab es hier auch gar nicht. Ne? 1200 Kubik, 45 PS. Also nichts Besonderes, Jungs. 91er Baujahr, ne? Wirklich gar nichts Besonderes. Ja, wie gesagt, wir haben hier dasselbe Kennzeichen, haben die übernommen. Man kann nicht kurz sagen, ich kenne da irgendwie Namen, warte. Muss man die Adressen abdecken, weil die Namen, die gibt es eh nicht mehr, leben eh nicht mehr. Guck mal her. Helmut Kutsch hat den Wagen zuerst gefahren. Ne? Und dann hat ihn Erika Kutsch gefahren mit denselben Kennzeichen. Also der Wagen ist in der Familie geblieben. Also wir haben also ein nachweislich familientechnisch erster Handfahrzeug hier. Ne? Also ist geil. Anleitung ist noch dabei. Ne? Das ist ganz cool. Finde ich auch ganz schön. Ne? Innenleuchte, Innenraumzustand. Schön, Dachhimmel ist noch sehr schön. Wir haben hier ein City. City ist ein Zeichen, dass wir keine Ausstattung haben.
Hier ist eine Lederjacke drin, ich habe keine Ahnung, die habe ich nicht rausgeräumt. Der Wagen ist noch voll mit, die ganze Halle war voll mit irgendwelchen schrottigen Zeug, glaubt ihr gar nicht, ne? Also so viel dazu, ne? Die muss, habe ich mal als Andenken mitgenommen, diese hier. Die hing da auch noch rum. Die alte Gammelmütze hier. Ja, in dem Wagen lag viel drin. Im Auto lagen auch Spiele drin, tatsächlich. Also hier war, also ich habe hier in diesem Auto, ich habe draußen in der Halle, habe ich ein Spiel gefunden. Ich war, glaube ich, wie hieß das nochmal? Wie hieß das nochmal? Das war, ich habe gefunden, Jurassic Park. Ne? Das habe ich dann mit dem Besitzer ausgehandelt. Und hier im Kofferraum von dem Auto lagen auch noch hier Dreamcast-Spiele oder so. Dreamcast? Keine Ahnung, ich zeige euch hier mal einen Livestream oder was. Ist schon krass, was ich alles gefunden habe. Hier sind noch Ersatzreifen mit Auffelge. Das heißt, die Winterreifen. Hier sind Sommerreifen. Natürlich auch steinalt, aber ich freue mich natürlich darüber, dass das die, die Originalfelgen dazu gekriegt habe. Ne? Die, wo ich neue Reifen drauf spiele, ausziehen kann. Ne? Ist klar. Die Felgen, die jetzt raus sind, sind von mir. Guck mal, da waren wir den Winter abgestellt. Die Heizung ist nämlich an. Und die Luft schon mal mit Vollgas angewiesen. Das war nämlich nicht ich. Und die Uhr fehlt sogar. Guck mal, der hat immer eine Uhr hier. Aber der hat ein Radio. Dann zählt hier auch nicht üblich. Ne? Schönes Kassettenradio drin. Ich finde es eigentlich ganz, ganz zeitgenössisch. Und eine Antenne. Und ich habe sogar, ich habe so einen Antennenschlüssel. Kennt ihr das Antennenschlüssel? Kann der reindrehen, kann die Antenne rausziehen. Also ich finde diesen Wagen eigentlich alles. Ne? Also richtig geile nachvollziehbare Historie. Hätte der Wagen nicht Ewigkeiten irgendwo rumgegammelt, wäre das ein Auto im Top-Zustand. Es ist so. Ne? Also technisch top wäre da gewesen. Naja, wissen wir auf jeden Fall, Motorraum sieht natürlich desolat aus. Ne? Ist klar, abgefuckte Scheiße. Das ist halt ein Projekt, dieses Auto, was wirklich, wirklich viel Arbeit machen wird. Aber das Auto ist sehr, sehr einfach und ich kenne diese Autos ziemlich gut tatsächlich, weil ich habe das schon einige von besessen. Das ist, glaube ich, irgendwie mein fünfter oder sechster A-Corsa, dieser hier. Ne, ich habe zuerst gedacht, okay, wenn er Schrott ist, dann hast du halt Pech gehabt, fährst halt ohne A-Corsa zurück. Oder bringst du das Ding nach Udo oder schlachtest den und machst einen anderen dafür fertig. Aber irgendwie mittlerweile finde ich, dass dieses Auto so vom Gesamtbild her und von der Geschichte, das Auto selber ist gar nicht mal so mega geil, sag ich mal. Ich sag mal, das ist ja nicht halt, ist nicht einfach, ist kein Joy, ist kein großer Motor, gar nichts, ist kein GSI, ne, ist ein Fahrrad, ne. Aber die Story, die hier hinter steckt, finde ich persönlich, macht dieses Auto absolut erhaltenswert. Die Story, die Fotos, die Geschichte, das Rausziehen, das Rausholen, die 16 Jahre Standzeit in einer Lost Place Halle, die wirklich lost war, ne. Das würde dieses Auto, sag ich mal, wirklich nochmal fähig machen, für mich persönlich, es in meine Sammlung auszunehmen und tatsächlich wieder auf die Straße zu bringen. Ne? Aber das ist übrigens überschaubar, was ich gesehen habe. Ich kann schon sagen, dass die Schweller an sind, angegammelt sind. Der hier, wenn ich mit der Flex reinhalte, ist das durch, ist klar. Ne? Wenn ich jetzt Türen kann ich wieder retten, denke ich, die fängt immer ab. Dann werden die ausgespachtelt, nach Gurkenprinzip. Hier ist eine richtig fette Beule. Seht ihr die? Die hier? Ich drücke die nur raus. Ich lass den Lack so. Ich werde dieses Auto einmal waschen. Ich werde den ganzen Lack aufpolieren. Und jeder Kratzer an diesem Auto wird so bleiben, wie er ist. Das ist meine eigene Meinung dazu. Weil es Geschichte ist. Das ist Patina. Das ist keine Farbpatina. Das ist Standpatina. Das heißt zum Beispiel, wie gesagt, die Beule da hinten drauf. Komm, wer kann ja erzählen, dass er eine Beule auf dem Dach hat? Hier, so wie das hier, die jetzt stellen die ja so lustig, so wie diese hier. Und ich kann sagen, da ist ein Hallendach draufgefallen. Die Halle wird unter dem Wäschekorb zusammengehalten. Wenn der Wäschekorb nicht da gewesen wäre, wäre die Halle Schrott gewesen. Es ist so. Ich glaube aber, diese Tür hier, die hier drin ist, seht ihr, die hat ein bisschen anderen Farbton, die ist nicht original. Hier ist ja auch kein City-Schriftzug drauf, seht ihr das? Weil wir haben nämlich auf der anderen Seite den City-Schriftzug. Ja, die linke Seite ist die Schokoladenseite, die ist im besseren Zustand. Das hier ist die nassere Seite und hier kann man wirklich auch schon die ersten Löcher reindrücken. Ich habe da schon ein Loch reingedrückt, hier vorne, beim Schweller. Das ist durch. Lass euch nicht erschrecken, das ist Opel, ne? Opel Lifestyle, es ist so. Es gehört zu Opel Corsa und so ein Scheiß dazu, dass du da Löcher reindrücken kannst. Ne, ich will mal gucken, wie sehr der tot ist, ob ich da Reparaturblech für mache oder so machen werde. Aber ich glaube, ich schweiß den Wagen auf. Ich glaube, ich mache den Wagen wieder fertig. Einfach nur, weil es Quatsch ist. Totaler Quatsch. Aber ich mache die Geschichte halt. Ich finde, das macht einen Oldtimer aus. Das Auto ist ein Jahr älter wie ich. Hier, der Radlauf ist noch kernig, zum Glück. Das heißt, abflexen, ausspachteln, lackieren, fertig. Also das Problem ist halt die Nachlackierung. Es kann sein, dass ich die wahrscheinlich verhauen werde und den Wagen natürlich kacke aussehen lassen werde. Mal gucken, ich kriege die Farbe ja auch. Ich weiß nicht, welche Farbe das ist. Welche Farbe was ist? Weil ich muss für die Tür eine andere Farbe besorgen. Ja, ich habe noch nicht alles durchgeplant. Ne? Aber wir haben substanztechnisch
Wie gesagt, das ist Knusperkuchen, ne? Guck mal, hier haben wir auch Knusperkuchen drin. Hier, da, guck mal, haben wir auch den ganzen Unterbodenschutz abziehen. Der wird hundertprozentig bis hier hinten so ungefähr durch sein und da wieder gut. Aber es ist nicht die erste Akkos, die ich aufschweiße, ne? Tatsächlich. Ich schätze, in reell 3 oder 3,5 Tagen haben wir den Wagen blechtechnisch wieder okay. Natürlich mit meinen eigenen Gurkenschweißen hinten, ist klar. Hier ist er okay. Das ist nichts Schlimmes. Hier ist er wirklich noch okay. Guck mal, hier geht er noch. Seht ihr das? Hier ist nichts mit der Kiste. Das ist ein Kerzenstecker. Bremse vorne, kriegt die Bremse vom Corsa B, die alte. Die erbt er von mir, weil die Corsa B-Bremse ist noch gut gewesen. Ich habe die eigentlich unnötig getauscht. Und bevor ich die Teile wegschmeiße, braucht ihr lieber dieses Auto ein. So sehe ich das, ne? Ja, ich bin gespannt, ne? Vor allem, ob der Motor noch läuft. Weil wenn der Motor nicht läuft, ist das Auto Schrott. Weil ein Motor werde ich nicht investieren. Blech kostet mich nichts. Blech kostet mich nur Herzblut und Arbeit. Ein Zahnriemen kostet mich 30 Euro oder was. Zahnriemen, das Wasserpumpe, allen drum und dran. Ein Keilriemen kostet mich nicht viel. Die Wartungsteile sind billig für diese Autos, ne? Das kann ich alles machen. Aber alles andere, was dann wirklich teuer werden sollte, da wird dieses Projekt natürlich zerstören. Wir werden den mal nochmal richtig durchchecken, auf jeden Fall. Hinterachsaufnahmen sind ganz... Oh, hier, guck mal. Oh, nee. Ach, nee, scheiße. Die Schraube ist weg, hier oben. Tatsächlich. Die Schraube hat sich verabschiedet. Hier ist eigentlich eine Schraube drin. Alter, ich hätte das sonst vorhin verlieren können, das Ding, ne? Scheiße! Alter, das hätte richtig, richtig daneben gehen können. Alter, Jungs, da hätte ich richtig scheiße mit. Das ist ja alles so eingeklemmt da hinten. Naja, ich muss das mal reparieren. Warte. Eure Schrauben mit Fliegelmama ist nicht das Problem. Achso, übrigens, ich habe auch noch was Cooles gekriegt. Der lag halt viel Scheiß rum, ne? Und ich habe halt noch, ich habe keine Batterie mehr dabei. Seht ihr das? Oh, das Ding ist abgefallen. Scheiße. Mann, der gute Passat. Hier, Jurassic Park, bitte. Gurkenreparatur. Hier, Rage Sportlenkrad von keine Ahnung was. Ohne Narbe, aber eine Narbe habe ich da. Das bereite ich auf, rede ich mit Patina, das kommt später in das Auto rein. Das wäre lustig. Und Dachträger. Ne, wieder, da hat noch viel Kram rum. Aber, ja. War irgendwie cool. Irgendwie war das geil. Repariert. Dauert nicht mal ab. Da können wir da irgendeine Schraube durchstecken, das ist ja wieder gut. Das ist kein Problem. Naja, schreibt mal in den Kommentar, was haltet ihr für den Corsa? Ziemliches Kackfass, ist so, ne? Auf jeden Fall ist das ein Kackfass. Also das ist halt nur eine Herzensangelegenheit. Dieses Auto, wenn man das fertig macht. Mehr ist das nicht. Ne? Also wirtschaftlich null Sinn. Ne? Aber macht bei mir in Speedshop, was ich hier mache, mein Scheiß, irgendwas Sinn? Eigentlich gar nichts, oder? Ich habe überlegt, ob dieses Auto unser Roadtrip-Auto wird für 2020. Das habe ich überlegt, ob wir ihn bis dahin fertigstellen. Weil ich habe die meiste Arbeit an diesem Auto, so eine Schweißarbeiten. Ich glaube, da ist ja nichts dran, der hat keine Servo, nix. Was soll daran kaputt gehen? So, ich brauche die Kommentare. Lasst eure Kommentare glühen. Wie findet ihr das Ding? War auf jeden Fall rein theoretisch keine 500 Kilometer wert. Ist klar, das Auto selber nicht. Aber der Roadtrip selber ja. Definitiv. Die Leute waren geil. Ich habe richtig Spaß gehabt da vor Ort. Also richtig, richtig Spaß. Hab schon gegrillt. Ein richtiges Community-Feeling gehabt. Na, danke nochmal an alle, die da waren. Ne? Danke noch für die leckere Bratwurst, für das schöne Grillen, für den schönen Abend. Ne? Warte, muss ich mal die Kiste hier anschmeißen. Ah, siehste. Ja, ach so. Und hier, wie gesagt, da werde ich nochmal in ein separaten Video darauf eingehen. Das ist wahrscheinlich ist das schon gelaufen. Ist da. Aber egal. Ja, zum Thema Passat. Der wird wohl bleiben. Ne? Ich muss jetzt sehr, sehr viele Autotransporte machen bei mir in der Gegend. Ich habe noch einen Corsa C, den ich noch fertig machen will, verkaufen will. Ich habe den Corsa B, den ich verkaufen will. Ich habe noch ein paar andere Sachen tatsächlich, die ich auch verkaufen möchte. Und ich brauche einen großen Kombi. Ich brauche eine Anhängerkupplung. Da ich mich ja momentan nur im Kleinwagensektor bewege, reicht dieses Auto. Ne? Irgendwann vielleicht, wenn ich größere Sachen kaufe und vielleicht verkaufe, weil ich momentan so ein bisschen in diese Autohändlergeschichte, die ich früher gemacht habe, nebenberuflich reinrutschen möchte,
Ich hab ja eigentlich alle Möglichkeiten. Ich habe eine Werkstatt, ich habe dies, ich habe einen großen Platz, wo ich ausstellen kann. Ein Kumpel von mir, der einen Autohandel hat. Deswegen werde ich erstmal mal probieren, ob ich vielleicht mal die beiden Corsas loswerden kann. Dann rechne ich das durch, was nach der Steuer hängen bleibt. Und vielleicht machen wir uns den Max Beetle Autohandel so ein bisschen nebenbei. So ein paar neue, ein paar normale Gebrauchtwagen aus heutiger Zeit, aber natürlich Gebrauchtwagen, die in meinen Augen gut sind und nicht so eine Plastikscheiße, sondern richtige Autos, die sich auch bewähren. Ne? So wie ich das sehe, die auch erhalten werden sollen. Also nicht so eine, weißt du, ich bin kein Leasing-Rückenläufer-Scheiß oder sowas. Sonnenbrille im Aussetzen, sieht cooler aus. Ja, ne? Vielleicht mache ich das. Und vielleicht steige ich dann eben beruflich wieder ein, weil hier, ja, ist vielleicht cooler. Macht ja auch Spaß. Ich meine, ich habe eh schon wenig Zeit, ihr kennt mich ja. Aber das kann ich ja mit unserem Speedshop schön vereinen, ne? Mal gucken. Ja, und das Ding? Naja, ich gehe mich ein bisschen nach euch, nach euren Kommentaren, was ihr dazu meint. Aber ich denke, ich werde es erhalten. Ne? Jetzt persönlich auch eine Geschichte ist zwischen meiner Frau und mir. Wo ich meine Frau kennengelernt habe, also Tine, habe ich das gleiche Auto wie diesen hier, ein Zweier Facelift, genau wie der da, ne? Aber ein Jägermeister Orange habe ich den gefahren, mit GSI-Paket und so was. Aber auch ein, zwei Maschine. Genau das Auto habe ich früher gefahren, wo ich sie kennengelernt habe. Und ich finde auch aus der Community wahrscheinlich ein Sportfahrwerk. Weil Tiefe musst du auf jeden Fall. Und Alus müssen da auch drauf. Aber ich glaube, der Rest bleibt so. Weiß ich nicht. Schreibt mal eure Meinung rein. Habt ihr noch Corsa-Teile liegen? Habt ihr noch Ahnung von den Dingern? Habt ihr Ideen? Motor dreht? Ich habe mit der Hand durchgedreht. Rest weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, da wird alles auch funktionieren, außer der Heilgeber. Weil, steht Ewigkeiten. Aber neues Öl, neuer Filter. Weil nach 16 Jahren Standzeit, nach 10 Jahren Standzeit, traue ich mich, den zu starten. Nach 16 Jahren nicht. Vor allem nicht nach solchen Verhältnissen, wo der gestanden hat. Ich will nicht wissen, wie Leute den Motor reingepisst haben oder sowas. Deswegen, Öl runter, Filter neu, Zahnriemen neu. Also, den können wir auch nach dem ersten Start neu machen, aber erstmal muss er, ne? Aber, ja, muss sein. Und dann geht der Wagen erstmal ins Außenlager, da wo die Treppichorosse jetzt steht. Und dann, sobald wir Luft im Speedshop haben, unseren Tagestitel und die Autos alle verkauft haben, die hier rumfliegen, dann geht das mit der Karre los, dann holen wir das Brateisen raus. Und ich sage euch, wie das ist. Das Ding ist von Schweißaufwand nix im Gegensatz zum P4, der war schlimmer. Gut. Wie gesagt, Meinung in den Kommentaren. Das geht hier wirklich. Ich habe dieses Auto auch nur geholt, weil ihr das haben wolltet. Sonst, mich hätte das gar nicht gelohnt. Ne? Die Nummer unterm Strich. Ich habe sogar extra für einen Passat gekauft. Aber dem habe ich lieb gewonnen. Der ist wirklich gut und ich habe gut drin geschlafen. Und wenn ich im Auto gut schlafen kann, dann weiß ich, das Auto ist gut. So, haut rein. Meinung, Kommentare, Fahrrad, egal welche Meinung. Auch wenn ihr sagt, das ist Schrott, es ist Schrott. Es ist einfach Schrott, den ich hinten drauf habe. Aber Schrott mit Geschichte. Ich glaube, das Fahrrad ist mehr wert wie das Auto. Aber egal. Was soll's? Wir sind doch bekloppt, oder? Haut rein. Munter. So, nochmal nachgetragen an die Jungs nochmal aus dem Osten. Nochmal großes Danke an euch. Letzte Zeit habe ich so ein bisschen an allen Kram, die ich gemacht habe, gezweifelt. Auch so ein bisschen meine Autos, ein bisschen an YouTube. Ich war so ein bisschen, ich sag mal, was war ich? Ein bisschen down war ich. Ich habe so eine Down-Phase gehabt. Dank euch und dem geilen Tag da und die Grillerei und dieser Bergung da, habe ich wieder richtig Bock auf die Nummer. Großes Danke an euch nochmal, separat.